Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schuckibanuki Global News. Heute wollen wir mal den Sascha anrufen, denn heute ist es er, der unterwegs ist in der Weltgeschichte. Und wir schauen einfach mal, wo wir ihn erreichen. Dafür rufe ich ihn jetzt direkt mal an. Einen kleinen Moment. Es klingelt. Es klingelt immer noch. Hallo, Puja. Ah, servus, Sascha. Und da ist er auch schon live bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen. Ja. Wo habe ich dich denn erreicht? Global News, wie geil ist das denn? Mensch, ich sag dir. Wo bist du denn in der Weltgeschichte? Saugeil. Ich bin in Kroatien und habe mir gedacht, ich gehe mal schön an den Strand. Okay. Und werde mal ein bisschen berichten, was hier so los ist. Also letztlich ist es so, nicht so viele Touris. Ich bin in der Nähe von Fajana, das ist in Peroi. Kennst du das? Hast du mal gehört? Ja klar, in Istrien. Bin ich zweimal die Woche. Logisch, bis zweimal die Woche. Ja, ich gehe mal ein bisschen an... Ich gehe mal ein bisschen ans Wasser, damit ich auch hier keine Urlauber im Film habe. Ist ja über aufpassen, ne? Ja. Und dann kann man hier mal gucken, hier das Meer. Oh, wie geil ist das denn? Wenn man da reingeht, ist Weltklasse, ehrlich. Ist denn da auch geil. Was für mein Auge? Also ich weiß, du stehst auf Landschaft und sowas, aber... Ja, ist ja auch Landschaft. Meer ist ja auch Landschaft im Prinzip. Ja, Meerschaft. Wenn man so will, ne? Und hier kann man richtig geil baden. Hier ist es nicht Touri-mäßig überlaufen. Und es ist wirklich super cool, muss man wirklich mal gemacht haben. Also ein Geheimtipp für Urlauber, die irgendwo hin wollen, wo es schön ist, wo es warm ist, wo es Meer gibt. Wie ist der Strand? Ist das so ein feiner Sandstrand oder sind das so 10 Meter Felsen? Steinstrand. Okay. Steinstrand, ja, man braucht schon diese Schutzschuhe, die man da so trägt. Ne? Mhm. Aber das Wasser ist so klar. Man sieht die kleinen Fischchen, die da. Ui, da war ein Kind, das hat geschrien. Ja, hier sind natürlich auch Familien unterwegs, ist ja klar. Hast du es reingeschubst? Aber ja, das war, ist wahrscheinlich irgendwie ins Salzwasser, Waterboarding oder sowas mit dem Kind gemacht worden. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wie das halt so ist im Urlaub, weißt du doch. Als Eltern verlierst du öfter mal die Nerven. Und dann die Kontrolle. Kind im Salzwasser Waterboarding. Ist ja klar. Kontrolle, Hemmungen, ja. Alles wird verloren. Alles, ja, genau. Ja. Also richtig cool. Geil, hier sind 35 Grad. Ich werde mir hier die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, aber natürlich auch Sport machen, ist ja klar. Machst du eigentlich Sport momentan? Ja, gestern im Trimm-Dich-Pfad im Wald gewesen und ordentlich Gas gegeben und ja, bleib dran. Sag mal, das Wetter ist zwar warm dort, aber ein kühles Bier ist trotzdem in Reichweite, oder nicht? Alter, kühles Bier, saugeil. Das Ding ist ja, die servieren ja das Bier hier im geeisten Glas, weißt du? Okay, super. Das schmeckt so geil dann, dadurch, dass es dann halt geeist ist, nochmal kühler. Oh, Weltklasse, sag dir. Dann bring doch mal mit so ein geeistes Glas. Dann probiere ich das hier auch mal. Ja, okay. Ja. Macht Sinn, ne? Ich versuche versuch die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Genau. Jetzt mal als kleiner Tipp für alle Interessierten, möchte gern Kroatien-Urlauber. Wie kommt man da am gescheitesten hin? Da, wo du jetzt also bist. Ich bin mit dem Auto gefahren. Ja? Ja, eigentlich ganz entspannt. Wenn man allein im Auto fährt, ohne Kinder, ist es total entspannt. Ich bin über München gefahren, Slowenien und dann nach Istrien rein. Richtig. Jetzt weißt du ja, ich bin eher so der sitzfaule Typ. Was würdest du mir empfehlen? Gibt es da auch einen Direktflug? Lauf doch einfach. Ja, nee, Pula ist der Flughafen. Okay. Und der wird, glaube ich, zwei oder dreimal am Tag wieder angeflogen von größeren Airlines. Die eigentlich, ist auch nicht teuer, es geht eigentlich wunderbar. Okay. Und Pula ist dann eher im Süden hier von Istrien, aber dann kannst du in einer halben Stunde bist du dann hier in Peroi. Saugeil, ehrlich. Ist ja hervorragend. Gibt es auch Hotels oder nur private Unterkünfte? Also ist das wirklich komplett sowohl als auch, aber wenig Hotels. Ja, eher so Privatunterkünfte, aber es sind wenig Hotels. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht so überlaufen. Es ist wirklich noch überschaubar, das Ganze. Nach der Sendung natürlich überlaufen. Natürlich, natürlich.
Mir läuft auch schon was über, und zwar das Wasser im Munde. Apropos Wasser im Munde, was ist denn hier mit Futter, Mangiare? Was ist denn, kann man da gut essen? Chivapchichi ohne Ende, Alter. Chivapchichi, ich sag dir, was ich hier an Chivapchichi fresse, das ist der Hammer. Das Schöne ist, du bist gerade am Meer und du isst Chivapchichi ohne Ende. Ja, das heißt Plauze, Plauze, Plauze. Was ist mit Fisch? Ja, geht auch, alles gut. Ja, kann man alles in den Restaurants, kriegt man auch tolles Essen hier eigentlich. Okay. Aber wie das Kroatisch halt so ist, ein bisschen fettiger. Okay. Also das ist das Übliche hier. Aber es ist sau lecker angerichtet. Sind die Kroaten also eigentlich nett oder sind die eher so wie du? Nee, die sind eher so wie ich, also nett. Also nicht nett, also nett. Mega nett. Nee, alles cool. Das Ding ist, manchmal hat man im Englischen so ein bisschen seine Probleme, weil die nicht, aber die sprechen auch teilweise richtig gut Deutsch. Okay. Von daher, als Deutscher hast du hier überhaupt kein Problem. Ist ja, im Grunde ist es ja ein Touri-Ort, aber noch nicht, wie gesagt, noch nicht so richtig entdeckt von den Deutschen. Also, Bitch, da mache ich mich direkt auf den Weg. Was sind deine Pläne für die nächsten Tage? Glücklich sein und immer schön Meeritsch und Schwimmitsch. Redest du gerade Kroatisch? Kroatisch, das kann ich auch Ritsch. Kannst du auch Ritsch? Ja. Ristitsch. Supitsch. Ja. Bisschen Cerveza, sagt man in Spanien. Wie sagt man eigentlich in Kroatien? Pivo. Pivo ist es in Kroatien. Pivo trinken. Und, das Wort kann er natürlich. Das hat er sofort gelernt. Das kann ich richtig gut. Ja, geil. Ja, zeig mir mal hier ein bisschen das Meer. Ja. Geil. Herrlich. Naja, ich werde es mir jetzt gut gehen lassen. Ich sitze hier gerade im Garten und mir prallt so ein bisschen die Sonne ins Gesicht, deshalb blinzel ich auch ein bisschen. Aber wir haben hier auch wirklich schöne Temperaturen, kann man nicht anders sagen. Wie lange bist du weg? Ja, insgesamt sind es 3 Wochen. 3 Wochen? Wer hat das denn erlaubt? Ja, mein Arbeitgeber. Das heißt, Deutschland kann 3 Wochen lang aufatmen. 3 Wochen lang kann Deutschland aufatmen. Du merkst so richtig, wie die Wirtschaft wieder floriert, wie alles irgendwie so ein bisschen schöner wird. Und nach die drei Menschen Wochen kommen wieder zusammen. Alles halt, ne? Ja, alle sind fröhlich. Das ist wie zur WM 2006. Ja, in den Wochen genauso, wenn ich weg bin. Tja, und da ist der Sascha weg. Das war's wohl. Ich glaube, er hat irgendwie eine Badenixe oder noch schlimmer, eine Meerjungfrau entdeckt und ist direkt ins Wasser gesprungen. Auf jeden Fall soll es das für heute gewesen sein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bleibt dran, wenn es wieder heißt Schoki Banuki Global News. Wir berichten weiter mit unseren Außenkorrespondenten. Bis dann. Ciao.